Hey, ho, ha, hu. Ihr habt eine Elektro-Ukulele, entweder so ein geiles Gerät hier oder vielleicht auch sowas, was so nach Mini-Gitarre aussieht und ihr spielt damit fröhlich und ich krieg ziemlich häufig gefragt, ja, jetzt habe ich diesen ganzen Krempel, wie, was für Effekte brauche ich denn? Und ich denke dann immer so, wie Effekte, was willst du denn? Und weil anscheinend einige gar nicht so genau wissen, was es an Effekten gibt und was sich vielleicht lohnt, mal auszuprobieren, habe ich gedacht, ich mache einfach, muss ja alles in Ukulele geben, auch mal eine Übersicht über Effektgeräte für Ukulele. Yeah, baby! Okay, ich habe dieses Dings hier und da hinten, die ist an meinen Amp angeschlossen und jetzt kann es losgehen. Effektgeräte sind im Grunde alle gleich, die sehen irgendwie so aus. Es gibt natürlich Effekte, die sind in euren Verstärker eingebaut. Vielleicht mein Verstärker hat das zum Beispiel nicht. Finde ich ganz geil, weil die Effekte in den Verstärkern lassen sich von der Bühne aus schwer einstellen. Ja, und sind auch nicht die Effekte, die ich mir dann ausgesucht habe. Und dann gibt es noch diese Multi-Effekt-Haumich-Blau-Dinger. Bin ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan von, weil das ist so wie ein bisschen mit Sortimentskästen für Schrauben. Ja, da ist alles Mögliche drin, aber meist nicht das, was man braucht. Und wenn das drin ist, was man braucht, dann entweder zu wenig oder ihr wisst Bescheid. So, diese Dinger hier, diese Fußeffektgeräte, die sind auch irgendwie alle gleich. Und die haben nämlich einen Input, da geht man mit dem Instrument rein. Und dann haben sie einen Output, da geht man dann mit dem Kabel zum Amp. Und dann haben sie einen Put-Put, damit macht man das Ding an und aus. Genau. Und in der Regel haben die noch ein oder mehrere Knöpfe. Dieses hier hat jetzt schon recht viele. Und was vielleicht auch noch spannend ist, die werden in der Regel mit 9 Volt Blocks betrieben oder haben einen 9 Volt Netzteilanschluss. Das hat es hier oben, das hat sogar noch einen USB-Anschluss, wofür auch immer das gut sein mag. Egal. So, und ich habe gedacht, ich fange mal mit einem ganz klassischen Fußeffekt an und zwar dem ersten, den ich mir selber gekauft habe. Das ist dieser hier. So, passt auf. So, ihr habt also dieses Effektgerät. Da geht in den Input das Kabel von meiner Ukulele rein. Und in den Output geht der Amp rein. Das brummt dann immer ganz schön, wenn man da was rein und raus steht. Und oben kommt der Stromanschluss dran. Klar, man kann da auch eine Batterie reinmachen. Das ist eigentlich auch ganz schick, wenn man nur so ein Effektgerät hat oder so und das einfach auf die Bühne stellt, los geht's. Batterien, die hinterhältigen kleinen Biester, haben nur die gemeine Eigenart, immer dann leer zu sein, wenn man es braucht und keine Ersatzbatterie hat. Deswegen ist so ein Netzteil ganz schick eigentlich. Gut, das hier ist ein echt geiles Effektgerät. Pass mal auf, das macht aus. Geil, ne? Weg. An. Super, oder? Nein, in Wirklichkeit ist es natürlich ein Stimmgerät. Und gerade wenn man so ein Instrument hat, wie dieses, das sich echt viel verstimmt, dann ist das ganz geil, wenn man das hat. So. Und vor allen Dingen ist es halt leise, wenn ich stimme. Dann kriegt die Welt das nicht mit. Was ganz geil ist. Deswegen benutze ich dieses Ding. Das ist echt über 30 Jahre alt. Das benutze ich immer noch. So, aber ist kein Effektgerät in dem eigentlichen Sinn. Ich dachte, für den Einstieg, wenn ihr wirklich noch nie einen Effekt benutzt habt, dann ist so ein Ding ganz geil, so ein Delay. So, was ist ein Delay? Ist ein Effektgerät. Wäre nicht drauf gekommen. So, also, ihr stecken das einfach jetzt mal hier ran. Was übrigens ganz geil ist, auch an diesem Stimmgerät-Dingsbums. Man macht dann aus, dann hört man das ganze Krachen und Umbauen nicht. Ah, so, dann stecke ich hier so. Das kann ich einfach davor hängen. So, und dann kriegt das hier auch noch Saft. Da ist der Eingang. Und das ist übrigens an dem Stimmgerät auch ganz geil. Da kann ich den, na, wo ist es? Da. Strom für das andere Effektgerät abzwacken. Ein Delay ist nichts anderes als ein Echo. Passt auf, ich drehe das dann immer mal so in die Mitte alles. Machen wir mal an. Knack. Und dann, ihr hört ein Echo. Vielleicht kommt ihr drauf, Time ist die Zeit des Echos. Na?
Kurzes Echo. Langes Echo. Witzige Sache übrigens. Wenn ihr die Echozeit verstellt während dem Spielen, verstimmt sich das. Das ist selbst bei den digitalen Geräten so. Repeat, vielleicht kommt er da auch von selber drauf. Wenn ich das wegdrehe, dann habe ich ein Echo. Und wenn ich das ganz auf Anschlag drehe, habe ich da ein ewiges Echo, das sich in dem Fall so von der Klangfarbe her so ein bisschen verändert. Schon, das macht Laune, mit so einem Dellenraum zu spielen. Wenn ich zum Beispiel so stehende Akkorde spiele, sowas, dann merkt ihr schon, das wird ziemlich geil. Ich möchte jetzt zum Beispiel mehr Repeats, so ein bisschen kürzer, dann kann ich so schweben. So, jetzt ist mir zum Beispiel das Echo zu laut im Verhältnis zu meinem Originalsignal. Dann habe ich hier noch den dritten Regler, den Level, dann kann ich das Echo ganz wegdrehen. Das ist mein klares Signal. Oder ich kann das voll reindrehen. Dann hört man nur das Echo. So, ich drehe das mal ein bisschen zurück, damit es nicht so dominant ist. Und dann kriege ich so einen echt ganz geilen, schwebenden Sound. Was auch ganz geil ist, man kann das so einstellen, dass es einem ein rhythmisches Delay macht. Ich mache das mal ein klein wenig lauter. So, das ist dieses Ding. Das hat mir der großartige Adi vom Musikhaus Bornheim geliehen. Herzlichen Dank für die Show, das ist geil. Harley Benton, das habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, das ist ja mehr so die günstige Effektnummer. Und das macht ja erstmal nichts. TC ist dann so eher so das andere Ende der Fadenstange. Das ist so teurer Kram. Komm, oh, Fummel, Fummel. Das ist doch hier, da oben. So, jetzt. Seht, macht auch Delay erstmal, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so in der Aufnahme so gut hört. Das klingt viel weicher. Auch hier haben wir Delay-Time. Und das, was Time ist, haben wir hier ein Delay. Und das hat hier noch so einen Zusatzschalter zum Auswählen des Delays. Das kann ich noch ein bisschen schneller schalten. Na? Und dann hat es noch so einen Synkopen. Komischer Kram immer, ne? So, Feedback, genau dasselbe. Was hier Repeat ist. Ich da ein bisschen reindrehe. Und auch hier habe ich den Level, ich kann das Delay wegdrehen oder stark reindrehen. Das ist ein echt... Der Sound ist schon ganz anders, Leute. So, dann gibt es hier noch so ein Tape-Delay, dann wird das Delay heller mit der Zeit. Oder es gibt so eins, das schlecht klingt, das so verzerrt. Oder es gibt ein dynamisches... Oder... Also, haufenweise Kram zum Spielen. Ich stelle das mal so auf normal. Das ist sehr warm, sehr schön, das gefällt mir gut. So lang.
Was haben wir denn? Tipp, tipp. Ich bin ein bisschen schneller. Das ist ein Delay. Zu Deutsch würde man wahrscheinlich Echo sagen. Ich finde, das ist so das Basis-Effektgerät, das, wenn man so gar nicht weiß, was man möchte, und dann ist sowas echt ganz geil. Einfach mal zum Ausprobieren, zum Rumspielen. Man kann tatsächlich viele Sachen damit machen. Man kann den Sound andicken, man kann die Melodien ein bisschen fetter machen oder man kann eben auch solche rhythmischen Effekte damit machen. Finde ich ganz geil. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr was davon hattet und jetzt vielleicht auch Bock drauf habt, mal ein Effektgerät auszuprobieren. Es gibt noch Millionen, Milliarden anderer Effekte und es ist völlig unmöglich, dass ich alle davon vorstelle. Aber ich habe mir noch eine ganze Menge ausgeliehen und würde noch 3-4 andere Videos machen. Wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt mir das doch bitte runter in die Kommentare. Auch wenn ihr was nicht verstanden habt oder das fällt unter Fragen. Anyway. Ja, und ihr tut mir natürlich einen riesigen Gefallen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mich weiterempfehlt. In diesem Sinne, tschüsse! Ah, verstimmt!